Herzlich willkommen hier zurück bei Walkthrough PC Games TV und wir machen weiter mit einer neuen Folge von Let's Play The Ballad of Gedoni Deutsch 4, also Nummer 4 jetzt hier, ne? Und wir rennen jetzt zu einer Mission von unserer Mami und dann lasse ich euch jetzt, wenn wir dort ankommen mit dem Intro, jetzt kurz allein. Ja. Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. Mami, soy yo. Ay, Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis, this is Mr. Santos. What's going on? Hey, I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mention it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Loan sharking to all women. Hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always, nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, it's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Ja, das stimmt vielleicht, dass wir genau wie sein Vater sind. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, die zwei werden jetzt hier gleich ein Gespräch anfangen. You're gonna start fighting for money again. Sorry, bro, but I don't do that no more. I saw you go a few years back. Could have been something if you didn't care so much about that pretty face of yours. Thanks. That ain't the reason I quit. You ain't quit no more. My thinking is you were bad enough for no one to notice when you take a dime. You beat the first two guys I set you up with. Then you fall on the third. Fuck, bro. Shit, bro. I sure didn't think I'd be coming back here again. Man, there's probably even some guys on the scene that still remember me. Hier waren wir doch gerade erst eben. Das ist unlogisch. Wir waren jetzt hier gerade eben. Hier leben wir, hier wohnen wir. Was soll das denn jetzt? Ja, wir haben hier so eine Pumpkin, jo. Noch aus China's Takeout. Dieser Mission dort. Granate, Faust. Schick, schick. Und dann gehen wir mal rein. Then your mama better get used to me coming around and not being my usual friendly self. Okay, man hört schon die Musik. Time for your fighter to shine, Santos. Get him changed on ringside. Remember our deal. Oh, der wird voll fertig gemacht. Oh, das ist fies. Das ist wahrscheinlich mein Gegner jetzt, ne? Scheiße, nein.
So, so geht das. Oh Mann. Ich will einen Konter versuchen. Fuck, die Kopfmesser hat nicht getroffen. Ja. Bam. Fick dich. Das sieht mir gar nicht nett aus. Ipsen! Ah, es hat fast geklappt, gesehen. Naja. Jetzt hat er noch zwei Leben. Ich mach dich impotent. Bam! Bam, 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 bam. Motherfucker, jetzt liegst du am Boden. Ja, wer ist jetzt hier der Beste, hä? Den kennen wir anscheinend noch. Drücke E, um zu Boden zu gehen. Ja, ich drück doch E. Okay, jetzt sind wir zu Boden gegangen. Hey, man. You know you did the right thing. Nice to see a man like you swallow his pride for his mama. Just stay the fuck away from him, okay? You got your money. We done. Listen. I was there for your mama when you were. I think you must have lost some brain cells in that fight. Yeah, if I see you again, I'll kill you, bro. I'm out. If I see you again, I will kill you. Yo. Zeit, Konterende, Hilfe der Menge und Schaden ist halt nicht angekreuzt. Hilfe der Menge ist anscheinend, dass so ein Typ so festgehalten wird. Naja, aber das ist ja nicht unbedingt so. Total nötig gewesen, oder? Ich meine, der Konter war schon cool. Und jetzt rufen wir unsere Mami an, okay. Hijo. I took a dive in that fight for you, Mommy. You don't know that guy any more money. What do you mean you took a dive? Do you mean you lost? You claim to be some big shot and you can't even win a fight for your mama? I lost a fight for you, Mommy. I didn't ask you to lose no fight. I did not ask for losers in my family. You know what? Forget about it, man. Just don't go borrowing any more money. See you soon. Ich hab irgendwie keinen Bock jetzt auf die Mission von der Mama gleich wieder. Ich weiß, ihr habt Bock darauf, aber ich nicht. Ich hab mir gedacht, wir lesen uns jetzt mal die Mails durch, die der Luis Lopez bekommt. Eh um Computer, ja, ne? Sind wir am Web. Angebefallen, mir blutig, na egal. Fangen wir mal hier unten an. Lange nicht mehr von dir gehört, hast du meine Nummer verlegt, vielleicht hat mein Telefon ausgesteckt oder so. Irgendwie komisch in letzter Zeit, hör zu, ruf mich mal an, wäre cool, bald wieder was zu machen. Tschüss, Max. Lol, man kann schlecht und gute Nein schreiben. Hallo Fremder, was ist los? Oder wenn du sagen musstest, jo, was geht ab? Hab immer noch nichts von dir gehört, hab ein paar Nachrichten hinterlassen. Vielleicht hast du ja nicht bekommen. Jedenfalls treffe ich mich nachher mit ein paar Freunden im Club. Sehen wir uns da? Wäre schön. Dieser Typ, der mit mir bla bla bla. Könnt ihr ja selbst lesen. Schon wieder die Max. Also tut mir leid. Schätzt du das Geschenk, das ich dir geschickt habe, nie bekommen? Wenn du es bekommen hättest und dich nicht bedankt hättest, dann ist es echt fies. Echt, jetzt pass auf. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber hey, ich meine, hör zu, ich bin kein Stalker oder so. Nein! Ich dachte, da gäbe es eine Verbindung zwischen uns in dieser verrückten Stadt. Hat er schon was zu sagen? Willst du alleine sterben, Luis? Ich denke, das wirst du auch echt. So kannst du doch mit niemandem umgehen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ein Arschloch bist du und so, bla bla bla. Ach. Voll die Stalkerin. Leta Lopez Wilkinson. Hey, kleiner Bruder. Oh, meine Schwester. Ich bin's. Wie geht's dir? Ich vermisse dich. Pass auf, ich weiß, dass alles ein bisschen schwierig war und ich mich nicht bei dir gemeldet habe. Ich weiß, dass Ernesto ein Arsch sein kann. Wer ist Ernesto? Immer ein Arsch ist. Aber kannst du bitte ein bisschen auf Mama aufpassen? Ja, das machen wir doch gerade, ne? Ja, auf Mama aufpassen. Ich weiß, sie kann echt hart sein. Aha.
Schwester, schön, dass du dich meldest. Ich versuche es hinzukriegen mit Mama. Sie mag mich nur nicht so. Sie macht mir nur das Leben schwer. Das macht es nicht leicht. Naja, hoffentlich geht es dir und den Kindern gut und dem weißen Langweiler. Ihr kleiner Bruder, schon wieder sieht, hab was aus dem Mittleren Westen gehört. Anscheinend hat Dad auch seine neue Familie verlassen. Erst die Army, dann uns und jetzt seine neuen Kinder. Er lebt jetzt mit der Kellnerin zusammen oder so. So ein verdammtes Arschloch, ey. Puh, harte Worte. Und jetzt unser Grüder. Luis, ich hoffe, es geht dir besser als beim letzten Mal, als wir gesprochen haben. Hör zu, ich halte mich nicht mit Nettigkeiten auf. Ich schätze, dass dein Leben als Zuhälter, Drogenverdeckter und Club toll ist, aber du bringst Mom doch um. Sie macht sich echt krasse Sorgen um mir. Reicht's jetzt? Wenn die Kinder in der Schule sind, hätte ich echt gute Lust, zu dir zu kommen und dir mal richtig die Meinung zu sagen. Du bist echt erbärmlich, Kumpel. Du machst mich krank. Dein Leben ist ein Witz. Werde mal vernünftig. Ich schäme mich, dich zum Bruder zu haben. Boah. Mensch, ey. Du hast doch genug, dass du Mama mal Geld schicken könntest. Wäre gut, wenn du mal herkommen und mit mir reden würdest, dein Bruder L. Ja, harte Worte hier. Jetzt habt ihr ein bisschen was erfahren über den Charakter von Luis Lopez. Und jetzt machen wir die Mission. Oder... Ich hab irgendwie, wisst ihr, ich glaube, ich höre auf nach dieser Mission hier. Ich hab das jetzt, ich höre auf nach der Mission, ne. Ja. Ich zeige euch jetzt mal was Cooles. Ihr wisst ja, wo Playboy X Haus ist, ne? Ich werde da hochkommen. Da kann man nicht hochspringen. Nicht geschafft. Das geht aber, das weiß ich. Das geht. So, wieder nicht geschafft. Ich hab das selbst geschafft. Jetzt stehen wir richtig. Jetzt der richtige Sprung. Ah, hat ein bisschen was gefehlt. Man muss im Sprung dann ganz oft Leertaste drücken, dann greift er den Vorsprung manchmal. Ja, ach Mensch, du Hampelmann. So. Und jetzt aber. Ach fuck. Menno. Du blöder Lopez. Mensch, Lopez, komm schon. Oh ne, so. Mensch. Jetzt aber. Auf Wiedersehen. Ach, fuck. Ich rufe jetzt diesen Henrike an. Da Henrike, ne? Fahrzeuge. Diesen Kabbala Kalle FXT. Das ist dieser Geländewagen, mit dem die immer rumfahren. Oh, ihr Montro. I'm in a tight spot. You mind cruising by in your pickup? No problem, homie. Anything to get off this corner. Da hinten bist du doch schon. Komm her. Ja, fahr jetzt keine Kreise. Ach nee, das ist gar nicht der Schwarze. Das ist der Weiße. Ach so. Jo. Danke, Mann. Radio erstmal aus. Und jetzt bringen wir den Pickup in die richtige Position. Das müsste die richtige sein. Nein, ich will auf den Pickup. Wie komme ich jetzt auf den Pickup? So. Und jetzt, okay. Und jetzt, bam, sind wir oben. Kurz vor Schluss noch. Wo kann ich mich jetzt hochziehen? Vielleicht hier? Ja, hier kann ich mich hochziehen. Und jetzt rennen wir noch die Feuerleiter hoch. Los, Luis. Komm schon. Renn, Luis, renn. Renn, renn, renn. Wir rennen die Feuerleiter hoch. Badam, badam, badam. Und wir sind hier oben und ich habe leider keine Zeit mehr,
Und hier könnt ihr auch reingehen im Playbacks Haus, aber euch leider nicht umziehen und so und euch schlafen gehen. Nur so als kleiner Tipp mal, ne? Das könnt ihr auch bei GTA 4 machen, falls ihr nicht getötet habt. Und hier verabschiede ich mich jetzt. Ciao.